einem Weihnachten ohne Geschenke gibt's gar nichts zu lachen. Jetzt schluckt's 13. Ich find das gar nicht lustig, Weihnachten ohne Geschenkung. Du weißt doch noch nicht, ob unterm Tannenbaum da drüben was liegt. Du meinst, da können Schenkigungen drin sein? Wer weiß. Ui, ui. Möchtest du jetzt wissen, was da drin ist? Nein, ich möchte jetzt ganz schnell wissen, ob die Uhr endlich dahin gegangen ist, wo sie hingehört, dass wir da rübergehen können und nachschauen können, ob unter den Bäumen die Geschenke Uhr sind. Das ist jetzt langsam soweit, ja. Weißt du was, ich schau mal rüber, ob das Christkind schon da war. Oh ja, da schau ich mit. Nein, du schaust nicht mit, du bleibst da. Da macht es dich kaputt. Schau, Pumuckl, das Christkind war da. Jetzt darfst du reinkommen. Jetzt so komm. Ui. Fröhliche Weihnachten, Pumuckl. Frohe Weihnachten. Sag mal, du hast ja die Schachtel gar nicht wegverschenkt. Doch. Das ist eine andere, die er beim Kunden geschickt und die ist unbekannt verzogen. Jetzt hat's der Briefträger. Das ist aber ein lieber ungezogener Bekannter. Ja, und jetzt gehört sie dir. So, ja. Aber jetzt schau erst einmal den Baum an. Ja, und so viele Lichtlein. Also, ich habe als Kind einmal Gedicht aufgesagt. Weißt du keins? Ja, Gedicht kann ich immer. Also. Advent! Nein, nicht Advent, heute ist Heiliger Abend. So, ja, heute ist Heiliger Abend. Also, du, weißt du, was ein wirkliches Weihnachtswunder ist? Also, wenn man eine Schachtel verschenkt und dann bekommt man sie trotzdem geschenkt, weil man sie schon mal verschenkt hat. Also, das finde ich ein wunderbares Wunder. Und dazu bekommt man noch ein fünfrädriges Dreirad. Du, und weißt du, wie ich diese Schatztruhe finde? Turboaffen! Toll! Okay, was hast denn du für Ausdrücke? Komm, jetzt singen wir mal ein schönes Weihnachtslied. Ja, ein Weihnachtslied. Pack die Badehose! Nein, Badehose! O Tannenbaum! O Tannenbaum!